Mein Name ist Detlef Ganten und ich bin seit über 50 Jahren in der medizinischen Forschung tätig. Meine Erfahrung zeigt, es gibt wie in allen Berufsgruppen anständige Wissenschaftler, aber es gibt auch Entwicklungen, die wir nicht hinnehmen dürfen. Es ändert sich zurzeit Grundsätzliches in Bezug auf die Umgangsform, besonders in der digitalen Kommunikation. Und das macht Anstand Digital zu Recht wichtig und darauf wird aufmerksam gemacht. Die sozialen Medien werden auch in der Wissenschaft und in der Medizin in gefährlicher Weise, manchmal missbräuchlich, ja, lebensgefährlich eingesetzt. Was heißt das für unsere Umgangsformen im Netz? Was können, ja, was müssen wir auch von Wissenschaftlern genauso ebenso wie von der Zivilgesellschaft fordern, ja, vielleicht sogar besonders einüben? Nehmen wir ein ganz aktuelles Beispiel aus der Medizin, die Covid-19-Pandemie. Die Welt ist nicht mehr dieselbe wie vor einigen Wochen. Die Virologen sind jetzt omnipräsent im Fernsehen, auf Social Media und bei Pressekonferenzen. Ihr Rat wird gesucht. Aber politische Entscheidungen werden zunehmend vornehmlich in den digitalen Medien als Virologenterrorismus bezeichnet. Morddrohungen machen Personenschutz selbst in Universitäten notwendig. Fake News als Begründung für obskure Verschwörerszenarien, getrieben von undurchsichtigen Interessen, gewinnen gefährlich an Popularität. Hier geht es um unsere eigene Gesundheit, um Leben, Krankheit und um Tod. Das macht jedem Einzelnen persönlich, in der Gesellschaft insgesamt ganz direkt selbst erfahrbar und emotional deutlich, dass wir alle vom wissenschaftlichen Fortschritt abhängen, aber eben auch von der Kommunikation darüber. Lösungen für komplexe Probleme dieser Art werden nur durchsetzbar und praktikabel sein, wenn wir ganzheitlich denken und argumentieren, um alle zu überzeugen. Wenn in der Covid-19-Krise die Virologen ein holistisches Konzept verfolgen und zusammenarbeiten mit Grundlagenwissenschaftlern in den Naturwissenschaften, in den Geisteswissenschaften, mit Klinikern, Ethikern, Soziologen, Politologen, Ökonomen, Philosophen, Theologen, Epidemiologen und Mathematikern. Durch die Covid-19-Krise hat Wissenschaft die akademischen Labore sichtbar verlassen. Die Geschwisterpaare Gesundheit, Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik müssen sich gemeinsam in der Diskussion über Covid-19 äußern und darüber nachdenken. Das muss sich auch in den digitalen Medien abbilden. Jetzt nicht den digitalen Irrlichtern auf den Leim zu gehen, sondern dieser holistischen Methodik zu folgen für eine rationale und mutige Zukunftsgestaltung nach Covid-19. Mit innovativen Technologien, einschließlich einer offenen, offensiven Digitalisierung und mit dem gemeinsam geballten kulturellen, intellektuellen Potenzial unseres Landes und Europas. Das ist das Gebot der Stunde. Ein solcher transparenter, interdisziplinärer Diskurs muss eingeübt werden, besonders in der digitalen Kommunikation. Und dann gehen wir alle mit Anstand gesünder und wirtschaftlich stärker aus dieser Covid-19-Pandemie-Krise hervor.